Bomber wird er genannt. Er verkörpert wahrscheinlich wie kein anderer Spieler die Philosophie und die Ideale des SK Sturm Graz. Von vielen Fans wird er als Mr. Sturm bezeichnet und den Ruf hat er sich tatsächlich erarbeitet. Er war dreimal Meister mit dem SK Sturm, viermal Cupsieger, stand zweimal in der Champions League, ist Rekordspieler des SK Sturm Graz. Er hat viel erlebt und wird uns hoffentlich viel erzählen. Ich hoffe sehr darauf, dass wir eine launige Konversation zusammenbringen. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat. Mario Haas, servus. Hallo, servus. Dankeschön. Wir sind da in einem Beisel, da irgendwie so am Stadtrand von Graz, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da hast du mich hergelotst. Ist das so dein Stammbeisel? Das ist mein Stammgasthaus, kann man sagen. Das ist Gasthaus Reindl. Und das gehört einem sehr guten Freund von mir. Und da bin ich sehr gern und da habe ich meine Ruhe. Und ich kriege das zum Essen, was ich will. Was sind das? Naja, gute Natur mit Schnitzel oder Milchreis, was eigentlich nie auf der Karte steht. Gewisse Sachen, was ich eigentlich gerne esse, das kriege ich dort. Also du hast alle Sonderrechte, ja, hier. Ja, passt. Sozusagen. Ich mag ganz gern mit einer persönlichen Geschichte beginnen. Ja. Im Jahr 2012 war das, Ende 2012, es war ziemlich kalt in Graz, am Trainingsgelände vom SK Sturm Graz. Und ich, damals noch ein mitteljunger Reporter, sage ich mal, habe den Mario Haas gebeten, dass er sich Zeit nimmt für ein Interview anlässlich seines Karriereendes. Und im Zuge dieses Interviews habe ich dich zu einem Sprintduell herausgefordert. Kann mich noch erinnern, ja. Kann mich noch erinnern. Weil ich wissen wollte, ob man damals, warst du, glaube ich, 7,38? Das kann schon sein. Weil ich wissen wollte, wie schnell man mit 38 noch sein kann. Liebe Zuhörer, die traurige Wahrheit ist, der Bursche war sensationell unterwegs und hat mich in Grund und Boden hat er mich gesprintet sozusagen. Das ist jetzt in etwa 7 oder ein bisschen mehr 7 Jahre her. Ja. Wie ist es jetzt um deine Schnelligkeit bestellt? Nein, nicht mehr so schnell. Bist du noch im Training? Nein, ja, ein bisschen schon, weil ich mache immer gewisse Sachen mit, was ich laufe. Parcours, Grazathlon mache ich mit und Hallenkicken und solche Sachen. Also man muss ein bisschen fit bleiben, aber die Sprintgeschwindigkeit ist nicht mehr so, weil ich einfach nicht mehr die Sachen mache, was ich eigentlich für Sprinten brauche. Jetzt muss ich zu meiner eigenen Verteidigung sagen, es gibt natürlich viel prominentere Opfer deiner Schnelligkeit als mich. Mhm. Zum Beispiel fällt mir da ein gewisser Jürgen Patocker ein, wenn du weißt, worauf ich anspiele. Das war im Jahr 2007 ein legendärer Auswärtssieg des SK Sturm beim SK Rapid 5:1. So ist es. Mario Haas erzielt nach wenigen Sekunden, glaube ich fast, 15 Sekunden. Ja, also du weißt schon genau. Und worauf ich hinaus will, das 1:0. Fehlpass von Mario Sara, glaube ich. Und du nimmst dann dem Jürgen Patocker, er möge es mir verzeihen, aber die Geschichte muss ich halt jetzt erzählen, ich weiß es nicht, 20 Metern gefüllt, 15 Meter ab. Also das war unglaublich. Ja, und wie hast du das Tor abgespeichert? Es hat einfach gepasst. Also der Pass war genial von Sara zu mir eigentlich. Ich habe das gut übernommen und dann bin ich in den Raum reingegangen und habe mit einem Kontakt noch gleich abgeschlossen, weil der Pass war einfach zu fest von ihm und der Patocker ist einfach nicht hinkommen. Auch das nicht ganz mitbekommen, dass der Ball zurückkommt. Er wollte, dass er, glaube ich, sein Mitspieler den Ball nach vorne spielt. War überrascht und ich habe das übernommen und habe das mit einem Kontakt abgeschlossen. Das war es 1:0 und dann haben wir 5:1 gewonnen. Also ja, Maratovic war dann auch spielbestimmende Persönlichkeit. Ja, Maratovic, dann der Jürgen Säumel. Also es waren viele dabei, was eigentlich da bei den einen Tag dabei waren und es war einfach ein geniales Spiel. Das ist schon beeindruckend, wie detailgetreu du dich daran noch erinnern kannst. Bin gespannt, ob du dich auf alle Ereignisse, die wir jetzt vielleicht durchgehen, alles so abgespeichert hast. Ich bin jetzt mittendrin in einem Dilemma. Ich habe mir natürlich viele Themen aufgeschrieben, die ich ganz gern mit dir besprechen mag. Allerdings habe ich es nicht geschafft, die in irgendeine chronologische Reihenfolge zu bringen. Das heißt, wenn es für dich okay ist, machen wir so im Sternensystem, was mir gerade einfällt. Weil wir angefangen haben im Jahr 2012, das war dein Karriereende. Ja. Gleichbedeutend mit deinem Karriereende. Hand aufs Herz, wie sehr nagt es noch immer, dass du im Abschiedsspiel gegen Wiener Neustadt kein Tor geschossen hast? Die Chance war da. Ich glaube, zwei, drei waren schon da. Für das ist ein Wahnsinn eigentlich, dass ich erst in der 77 Minuten reingekommen bin, weil das war ja ein bisschen eine Verarschung. Aber es ist wurscht, es war einfach ein schöner Tag für mich. Es war ein schöner Abschied, die Fans haben sich was einfallen lassen. Es war einfach ein genialer Tag. Schade, dass ich das Tor nicht gemacht habe. Es waren drei sehr gute Chancen. Wenn ich, glaube ich, eins gemacht hätte, dann wäre es aber kitschig geworden, das Ganze rundherum. Dann, ich glaube, da wären die Fans runtergerannt und hätten mich bejubelt. Aber trotzdem, das war einfach, ich bin zu den Chancen gekommen, auch mit dem Alter, mit 38. Und da sieht man einfach die Qualität, was ich gehabt habe. Auch in einer kurzen Zeit kannst du Tore machen, aber am dem Tag war das nicht für mich da, eigentlich, dass ich sage, okay, der schießt noch das Tor, weil
es hat nicht genau gepasst, aber es wurscht, es war ein super schöner Tag, es war ein genialer Tag für mich und für die Mannschaft, wir haben gewonnen und rundherum, das hat alles gepasst. Das macht dich auch irgendwie menschlich, dass du gerade in diesem Spiel kein Tor machst, das hat irgendwie was Menschliches. Trainer, jetzt muss ich ein bisschen in den Wunden wühlen, war damals ein gewisser Peter Hyballa. Okay. Der nicht unbedingt, glaube ich, dein allerliebster Trainer war in deiner Karriere, oder? Nein, das ist schade eigentlich, weil im Endeffekt, das war ein junger Trainer, er hat einen Fehler gemacht, er hat sich gegen die älteren Spieler aufgelehnt. Ja, genau, richtig. Und das ist am besten, man versucht, die älteren Spieler auf seine Seiten zu bringen. Wäre, glaube ich, genial. Ich habe nicht gesagt, dass ich von Anfang an spiele, ich will die Jungen unterstützen. Die Jungen können nach vorne, die Jungen müssen spielen. Und ich bin gern dabei, dass sie die Jungen weiterbringen. Aber er hat eine andere Idee gehabt. Er hat sich gegen uns aufgelehnt. Das hat man auch gemerkt, dass er nicht gerade weit gekommen ist mit uns. Und das tut man nicht. Also, und man muss auch mit Spielern, die was viel erreicht haben, viel anders umgehen. Mhm. Es ist nicht so, dass sie spielen, aber ganz einfach, allein beim letzten Spiel, das war schon ein bisschen konfus, das Ganze rundherum, wie er reagiert hat. Er ist mitten in der Feierlichkeit reingegangen in die Kabine und das tut man aber nicht. Aber das ist halt, wenn du halt nie gespielt hast selber und das selber nie erlebt hast, wie das ist als Spieler, dann ist es halt schwierig, das nachzuvollziehen, dass einer abtritt, einer, der was viel erreicht hat für einen. Viermal das, Titel ist nichts wert, hat er immer gesagt zu uns. Und ich glaube, dass man, wenn man was erreicht mit einem Verein, ist es schon viel wert, weil so oft kriegt man den Titel oder gewinnt man Titel. Und du musst schon zu einem richtigen Verein gehen, also sehr großen Vereine, dass du Titel gewinnst. Und wenn man einen Titel hat, ist es für die Ewigkeit. Und die nimmt ja keiner weg. Aber er hat eine andere Meinung gehabt. Aber so lebt er, so wie er lebt. Er springt von einem Verein zum anderen und ja, es ist sein. Geschichte werden. Lassen wir mal so dahingestellt. Sowieso. Apropos Titel. Dreimal ist Mario Hase, wie gesagt, Meister geworden mit dem SK Sturm. Das wahrscheinlich dramatischste Meisterschaftsfinale, das zugunsten des SK Sturm geendet hat, das war wahrscheinlich 1999. Wobei die wirkliche Dramatik hat sich nicht in der letzten Runde abgespielt, sondern in der vorletzten. Damals konnten ja noch drei Mannschaften aus eigener Kraft Meister werden. Sturm Graz, der GRK und Rapid. Mhm. Sturm spielt auswärts, aber im Schwarzenegger-Stadion gegen den GRK. Knapp vor Schluss steht es 1:1. So ist es. Dramatische Geschichte. Ich glaube, in der 87. Minute schießt im Parallelspiel Jürgen Sahler das 1:0 für Rapid gegen Ried. Okay. Damit ist in der Live-Tabelle Rapid Erster. Sturm Graz kann aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. Und dann kommst du ins Spiel, wenn auch auf unliebsame Weise wahrscheinlich. Du wirst nämlich ausgewechselt, also du bist schon ausgewechselt worden zu dem Zeitpunkt, und der spätere Torschütze wird eingewechselt, nämlich Jan-Peter Martens. So ist der ja. Hat in der 93. Minute, also das war schon nichts für schwache Nerven. Im Endeffekt waren wir eigentlich schon wieder down, aber er hat einen Doppelpass gespielt mit Marco Schupp, genau, und hat noch ins lange Eck reingehauen. Also es war einfach eine geniale Geschichte, also so ist Fußball eigentlich. Du glaubst eigentlich, du bist weg, aber du darfst nie im Endeffekt aufgeben. Ein Spiel dauert so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und er hat das ausgenützt und er hat eigentlich uns die Meisterschaft gerettet. Jetzt sind wir unter uns, Mario. Jetzt sitzt ein Goalgetter, ein Vollblutstürmer, wie du einer bist, auf der Bank und muss mit anschauen, wie ohne dich das Spiel gewonnen wird. Na, überhaupt kann man, nicht. Kann man sich ernsthaft freuen drüber? Ja, sicher. Ich freue mich auch, wenn man, weil du hast ja eine Vorleistung geboten. Absolut. Du hast die Verteidigung bearbeitet, die sind müde und er ist frisch gekommen. Das ist ja ganz normal. Meistens ist es immer so, wenn man schaut, das Erste, was austauscht wird, ist der Stürmer. Okay, Stürmer will immer spielen, will immer bleiben, aber die müssen am meisten arbeiten heutzutage. Die müssen offensiv, defensiv, die müssen da, wo es nicht so funktioniert, muss er frisch rein. Und das haben wir eigentlich so schon immer schon so gewesen bei Sturm. Okay, das, wenn einer müde ist, dann geht er raus. Und das ist ja ehrlich. Warum sie bis zu 95 am Platz stehen und nichts mehr leisten, soll er frisch reinkommen und er soll die Geschichte fertig machen. Und das haben wir so immer oft gemacht. Das war früher so bei uns, wenn ich jung war, bin ich auch immer reingekommen und habe noch eine entscheidende Tore gemacht. Und das hat passt. Da ist ja keiner böse oder was, da freut man sich miteinander und das ist um die Meisterschaft gegangen. Da gibt es kein böses Blut. Und dann in der letzten Runde, glaube ich, hat es ein recht deutliches 3:0 gegen Innsbruck gegeben. Zweifacher Torschütze, Mario Haas, damit es da jetzt wollte eigentlich beim 2-0, also 1-0 haben wir geführt, dann war 2-0, da habe ich 2-0 gemacht
Und da wollte ich eigentlich schon rausgehen und hat Osim gesagt, nein, du gehst nicht raus. Und dann habe ich es 3-0 gemacht. Ja, und dann ist es. Auftrag erfüllt. So ist es. Und dann ist halt nach dem Spiel so gewesen, dass ich bin ja gewechselt nach dem Innsbruck-Spiel, also nach Straßburg. Mhm. Und dann hat er mich 10 Minuten oder 5 Minuten vorher runtergenommen und sind die Tränen geflossen, weil ich ja weggegangen bin. Das war schon klar zu diesem Zeitpunkt. Das war schon klar, für mich schon, der Verein noch nicht, aber für mich war schon klar, ich habe die ganzen Verhandlungen schon vorher abgeschlossen gehabt, was keiner gewusst hat, und das ist halt das Interessante im Fußball. Mhm. Und nein, es hat passt. Jetzt sagt man ja dieser legendären 98er, 99er Generation nach, dass sie Nona nicht nur aus guten Kickern bestanden hat, sondern, wenn es darauf angekommen ist, auch aus Feierpistern. So mag ich das einmal sagen. Naja, wie ist gefeiert worden und wie ist Osim dem gegenüber gestanden? Naja, der Osim ist eigentlich sehr gut. Wenn man Leistung bringt, kann man auch feiern. Und wenn man feiern kann, muss man auch wieder trainieren können. Und das haben wir aber auch gemacht. Also wir waren ja eine Einheit ohne Ende. Da hat jeder genau gewusst, wer, wie, was passiert ist. Oder wenn einer Probleme gehabt hat, waren wir einfach für jeden da. Und das hat man am Platz gesehen. Also wenn einer ein Problem gehabt hat oder nicht so gut gelaufen hat, haben wir den versucht aufzupuschen hin und her. Und das ist auch, das hat man am Platz gesehen, privat. Wir sind privat zusammen Skifahren gegangen, Geburtstag feiern. Also wir haben nichts auslassen. Aber das hat man gemerkt am Platz. Also wir waren eine richtige Einheit. Es ist egal, wer da war, der hat das immer geliebt, was da eigentlich für eine Einheit war und was Sturm die Mannschaft eigentlich da bewirkt hat mit dem. Und das hat man auch gesehen am Platz. Es hat auch eine wahnsinnige Euphorie um euch geherrscht damals, um diese 98er-Partie. Übrigens sehr zu unserem damaligen Teenager-Leidwesen, weil die fescheste Mädels, die haben auf ihren Schulunterlagen immer die Fotos von den Sturm Graz-Kicker-Picken gehabt. Also das ist ja schön, oder? für uns war es nicht schön. Naja, selber schuld. Da muss ich mal den Ball laufen. Hätten wir was Gescheites gelernt. Nein, das nicht, aber ich glaube das schon, dass alle was gelernt haben. Wir haben nur Fußball gespielt, also nichts Besonderes. Aber wir haben aus unserem Hobby den geilsten Beruf gemacht und das ist schon was Besonderes geworden. Wie darf man sich vorstellen, dass die 98er Generation in der Stadt unter Anführungszeichen empfangen oder behandelt wurde in der Öffentlichkeit? Habt ihr euch frei bewegen können? Ja, das war eigentlich sehr gut, eigentlich, denn uns hat jeder kennt, aber was ganz besonders, nicht nur in der kurzen Hosen und mit der Dress, sondern uns hat man auch erkannt mit ganz normalen Privatgewand. Und das ist schon zurückzuführen zum Hannes Kadnick, der das so sehr gut vermarktet mit seiner Plakatfirma. Also wir waren ja eigentlich fast jedes Monat auf seine Plakate und hat uns abfotografiert mit Sponsoren. Und da hast du auch jeden Assault-Spieler oder jeden jungen Account. Und das merkt man immer heutzutage. Also die Leute, also die Generationen haben gesagt, wir kennen den. Das ist schon was Besonderes. Also, und heutzutage ist, wenn du dann nicht in der kurzen Hose siehst, kennst du ihn ja fast nicht mehr. Mhm. Und die sind auch dabei, wenn ich so mitkriege, wenn einer ein Sturmspieler neben mir steht oder was und ein sehr guter Sturmfan, sagt er, wer war das? Dann musst du schon hinterfragen, was wird da falsch gemacht oder wird der nicht so. Aber das ist einfach die heutige Zeit, dass man versucht, nicht so aufzufallen. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Mit Kadnick hast du mir natürlich ein interessantes Stichwort gegeben. Den Namen müssen wir natürlich auch noch abhandeln, ohne jetzt die ganze Geschichte nachzuerzählen. Ist ja jetzt auch nicht Sinn dieses Gesprächs. Aber er war natürlich der Macher damals des SK Sturm. Und ich glaube, du hast bis heute kaum ein böses Wort über ihn verloren. Nein, überhaupt nicht. Also er hat uns eigentlich im Endeffekt ohne ihn, wenn man eigentlich nicht dorthin kommen. Er hat riskiert, er hat sein Geld genommen und gesagt, okay, jetzt bringe ich den Club dorthin, wo ich hin will, ich will Meister werden, und das hat er geschafft. Also ohne ihn wären wir da nie, ja, die richtigen Leute auch das im Verein geholt, so wie Heinz Schilcher, der was ich international jeden Spieler kennt hat. Dann ein Top-Trainer, ein Ivica Osim. Also das hat schon dann funktioniert. Das war so ein magisches Dreieck im oberen Segment. Also das hat passt und der Kadnick war einfach der Kadnick. Und er hat uns eigentlich gut vermarktet, er hat Späßchen drin, er war ehrlich, er hat eine Handschlagqualität gehabt und das hat passt. Wie oft war er mehr präsent, als es euch lieb war? Wie oft ist das er in war uns wurscht, Kabine also, einmarschiert oder beim Training einmarschiert? Er war dabei, also er hat wirklich damit geklebt. Also wenn es nicht passt hat, hat er auf den Tisch gehauen. Das hat
Das hat Osim zugelassen? Ja, sicher. Oder müssen? Ja, wer zahlt, der schafft auch eigentlich, so wie immer. Ja, aber gut, der Trainer könnte ja sagen, Chef, ja, sei mir nicht besser, aber noch in der Kabine, überlass mir das Wort. Nein, der Kartnick hat schon gewusst, wann er am Tisch haben kann und wann nicht. Also er hat richtig eigentlich dirigiert und den Verein geführt und ja, er hat das super gemacht eigentlich. Jetzt sind wir wieder beim Thema, dass ich keine Chronologie in unser Gespräch hineinbringe. Auf meinem Schummelzettel habe ich mir das Jahr 2008 notiert. Warum könnte ich mit dir ausgerechnet über das Jahr 2008 sprechen wollen, Mario? Weiß ich nicht. Ein gewisser Mario Haas erzielt im Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria. Okay, jetzt weiß ich schon. Das Tor des Jahres. Und zwar, indem er mit dem Rücken zum damaligen Goalie Schaffer, glaube ich, war das, gestanden ist, mit dem Fersel quasi den Goalie überhoben hat. Das war ein Fersel und ein Schupfer gleichzeitig. Das hat es, glaube ich, davor und danach nie mehr gegeben, oder? Ich habe es jetzt einmal noch gesehen. Der Suarez hat das jetzt vor kurzem gemacht. Stimmt. So ein Fersel, das war wunderschön. Das, der hat noch höher, aber bei mir war es so. Über den Goalie drüber. Das Lustige war das, also die Aktion habe ich auch habe ich auch selber irgendwie eingeleitet, ja. Ich habe einen langen Ball gekriegt, den Ball kontrolliert, ihm quer gespielt, bin weitergelaufen in die Tiefe und bekomme den Pass vom Anti Hölzl. Und das war so, ich habe den Ball mitgenommen und ich habe gedacht, es geht sich nicht aus, dass ich mich drehen habe. Wenn ich mich dreht hätte in der Situation, dann hätte ich mir, glaube ich, alle Bänder abgerissen, weil es hätte nicht funktioniert. Bin ich weitergelaufen und habe einfach die Idee genommen, mit der Ferse, habe einen richtigen den Ball getroffen, dass er genau über den Schaffer drüber geflogen ist und ins lange Eck. Also war genial. Und das Lustige ist ja das, ich habe dann mit dem Schaffer zusammen den Trainerkurs gemacht, die A-Lizenz. Ich habe das gleiche dort nochmal gemacht in der Halle. Der hat ein Haarstrauma. Ja, wirklich. Aber wirklich haargleich in der Halle. Aber es war haargleich und die Kollegen, die auch dabei waren, haben gesagt, erst, das ist das Zweite, ich will dich verarschen. So. Es war wirklich genial, aber das ist, es hat passt. An der Situation hat genau passt. Schweißgebadet wacht er wahrscheinlich heute noch auf. Das weiß ich nicht. Er kann sich nicht mehr erinnern. Vielleicht hat er das verdrängt. Das sind die Goalies ja. Die sagen alle negative Ereignisse. Ja. Wenn man den Goalies zuhört, dann glaubt man, die haben nie irgendein Steirer-Tor bekommen. So denken die. Die haben so immer nur das Positive abgespeichert. Ist ja gut, oder? Ja, also absolut eine Qualität. Es war also eine glanzvolle Karriere, die der Mario Haas so hingelegt hat. Dabei hat das Debüt, das du in der Sturmkampfmannschaft gegeben hast, einen nicht wahnsinnig positiven Ausgang für dich genommen. Wenn ich richtig recherchiert habe, 8.05.1993 gegen den GAK. Ja, haben wir. Bei 0-2 ist Mario Haas eingewechselt worden, Endstand 0-4. Mein Einstand nach Maß schaut anders aus, als einmal ein Derby watschen, oder? Ja, das war kein Problem, da war ich noch jung, da habe ich dürfen reinschnuppern in die Karte. Du hast doch an das Gute in der Welt geglaubt. Alles super, alles klasse. Nein, da waren wir in der alten Stadion vom Gerkano, haben wir da gespielt, auswärts und da ja, war kein schöner Tag, aber da war das noch nicht so bei mir, dass, okay, ich habe schon gewusst, was ein Derby ist, aber nicht so mit viel Enthusiasmus, war da nicht so viel dabei, da war ich auf der Bank, da war ich jung, hab dürfen mit dabei sein und da war schon was Besonderes und ich bin bei 2-0 reingekommen, hab kein schönes Erlebnis gehabt, aber trotzdem, es war sehr, sehr aufregend für mich. Eine süß-saure Geschichte, mag ich einmal sagen, ist auf dich bezogen, nehme ich an, auch das Cup-Finale 1996. Sturm Graz holt den Cup-Titel, Mario Haas wird in der 62. Minute eingewechselt, in der 87. allerdings schwer verletzt schon wieder ausgewechselt und bei der Cup-Feier sitzt du mit dem Gipshaxen da. So ist es. Also im Endeffekt war es so, ich bin eingewechselt worden und bin umgekippt. Das sieht man auch im Fernseher auch, so extrem schier eigentlich. Ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht operiert haben müssen. War nur eigentlich eine Überdehnung. Und ja, bin eigentlich, hab zwei Tage durchgefeiert mit einem schwer verletzten Gipsfuß. Dann war es nicht betäubt. Da war eigentlich, der Fuß war dick, aber das war mir wurscht. Also so oft feiert man keine Titel und Sturm Graz, das war schon lange her, dass wir wieder einen Titel gefeiert haben. War, glaube ich, der erste Cup-Sieger wieder, Cup-Titel. Und ja, den habe ich gebührlich gefeiert mit der Mannschaft und es hat passt. Dein erstes Champions-League-Tor hast du erzielt, ausgerechnet gegen Real Madrid, obwohl das Spiel an sich für die Mannschaft ja alles andere als gut ausgegangen. Es war, glaube ich, eine 1-5 Watschen. Ja. Welchen Stellenwert hat das Tor und das Spiel trotzdem? Das Tor war ein Kopfballtor gegen Real Madrid, glaube ich.
Und okay, wir haben 5-1 verloren. Wir waren da noch frisch in der Champions League. Wir waren da eigentlich... Ich glaube, auswärts hat man 6-1 sogar verloren. Ja, und daheim 5-1. Wir haben ja auch immer geführt, komischerweise. Und das Lustige, wir haben glaube bei 1 nicht mehr können mit einem mitspielen. Wir haben gedacht, oh, okay, der können wir auch schlagen und hin und her. Und dann haben die auch mal aufs Gas gedrückt und haben uns ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Ja, so ist es. Aber das ist, aber trotzdem, man kann gegen solche Mannschaften gut spielen. Das hat uns, war eine sehr gute Erfahrung. Das hat uns weitergebracht. Ja, und das hat man auch bei den nächsten Jahren noch gesehen. Wer dein Lieblingstrainer ist, daraus machst du ja kein Hehl. Über Nein. den werden wir auch noch sprechen, über den Herrn Osim. Allerdings hat es ja lange Zeit danach ausgeschaut, als könnte Sturm nicht Meister werden unter Osim. 95 Platz 2 knapp hinter Salzburg, 96 Platz 2 knapp hinter Rapid mit diesem sehr spannenden und spektakulären Finale im Praterstadion vor 50.000 Leuten. 97 ist dann wieder Salzburg Meister geworden. Die Rapid-Fans haben schon, ich glaube, damals als Rapid-Meister geworden, ist ein Transparent in Richtung Kartnick affischiert und gesagt, Kartnick wird nie Meister, egal ob im Eishockey oder im Fußball. Wie lähmend war das für dich als junger Spieler, dreimal knapp nicht Meister zu werden? Naja, es war so, die haben ja einen Plan gehabt. Also ich glaube, einen 3- oder 4-Jahres-Plan gehabt und die haben gesagt, okay, die nächsten 4 Jahre werden wir unbedingt Meister werden. Und wir sind ja am Anfang schon eigentlich immer knapp dabei gewesen. Und das ist schon was Besonderes mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Und wir haben es immer versucht. Und ja, sicher ist es schade, wenn es nie Meister wird, aber trotzdem, wir haben trotzdem gespielt den internationalen Bewerb, haben uns weiterentwickelt. Und es ist was schon Schönes gewesen. Und ja, wenn man immer genau kurzfristig daran scheitert, tut es immer weh. Aber trotzdem, wir haben nicht aufgegeben, wir haben weitergearbeitet und weitergekämpft. Und ja, und dann 98 ist es eigentlich passiert. Da haben wir sie mit Bombengranaten sind wir Meister geworden. Sehr deutlich, ich weiß gar nicht, wie viel. 15 Punkte vor sind wir Meister geworden, mit über 80 Tore, 80 Punkte und was hier noch was. Legendär auch das Stadioneröffnungsspiel gegen den GRK 4-0, ja, war dabei, also es hat alles... So, da ist passt. Ich glaube, wir haben braucht einen neuen Stadion. Und der Dirigent dieses Grazer Gute-Laune-Orchesters sozusagen war eben, und jetzt kommen wir wirklich auf ihn zu sprechen, Ivica Osim. Was hat der können? Was hat der gemacht mit euch Spielern? Warum hat er immer noch einen sehr hohen Stellenwert in den Herzen der meisten Spieler? Naja, er hat uns gelernt, Fußball zu spielen. Also wie er gekommen ist, also es hat nicht mehr gegeben wie früher, ganz am Anfang nur laufen, sondern wir haben alles mit Ball gemacht, also mit dem Fußball gespielt, wirklich alles mit Ball gemacht, und das ist schon was Besonderes, auch wie er uns immer vorbereitet hat auf die ganzen Match und wie er aufgetreten ist, was uns erzählt hat, wie er die Gegner analysiert hat, also war schon genial, und da haben wir schon viel mitgenommen von ihm, und man sieht ja auch, wie viele Spieler von der Generation auch Trainer sind oder zumindest Manager oder im Fußballbereich weiterarbeiten, und das ist schon was Besonderes, wenn das ein Trainer geschafft hat mit seiner Mannschaft, dass er sehr viele Spieler weiterbringt, auch im Fußball. Viele hören auf, die machen was anderes. Aber das war schon genial. Also von den ganzen Trainingsneuheiten, was es gegeben hat, ist egal, wo er aufgetreten ist, war immer was Besonderes. Er hat ja mit der Ex-Jugoslawien auch viel erreicht gehabt und war bei der Weltmeisterschaft auch. Aber leider hat er nicht dürfen fahren, glaube ich, da war irgendwas. Aber trotzdem ist schon was Besonderes, wenn du so einen Trainer hast und das gewisse etwas noch weiterkommen bis als Fußballer. Ich sage immer so, wer weiß, wenn man einen anderen Trainer gehabt hätte, ob wir auch so weit kommen werden oder so viel erreicht hätten als Spieler. Und das ist schon was Besonderes. Also ihm kann man sehr, sehr viel verdanken. Jeder Spieler, der was da war, der kann schon viel verdanken. Ich würde sagen. Und man merkt auch, wenn er überall auftritt, wenn er kommt, rennt jeder zu wie zu ihm und begrüßt ihn und liebt ihn eigentlich. Ich hab die Ehre in der Kopf weiter, dass ich in Japan mit ihm spielen habe. Also, dass er mein Trainer, wenn er mich rübergeholt hat, bitte, ich brauche dich sofort. Und wie ich dort angekommen bin, habe ich genau gewusst, wie die spielen, was die machen, was er von mir verlangt. Es war einfach eins zu eins, ob ich bei Sturm wäre oder jetzt bei Jeff, es wäre wurscht. Ich wusste genau, was er will von mir, und das hat passt. Öffentlich ist Osim ja als der Dauergrantler aufgetreten oder wahrgenommen worden. Der hat irgendwie nie zufrieden gewirkt, auch wenn Sturm 6-0 gewonnen hat. Das stimmt, ja. War er das nach innen hin auch, oder hat er einen Schmäh auch gehabt? Oder konnte naja, er war schon. Er hat das können super trennen. Zwischen privat
in Arbeiten. Und das Arbeiten war so bei ihm, er war, auch wenn ich 4 Tore gemacht habe, hat er immer gleich noch geschimpft, noch immer mehr, also das ist zu wenig. Er wollte einfach das Beste von jedem Spieler haben. Und das hat man gemerkt. Also er war immer unzufrieden. Aber wenn man, und das Lustige, er hat das schlau gemacht, er hat immer, wenn wir super gespielt haben und 4 Tore gemacht, war er immer unzufrieden, weil wir sau schlecht gespielt haben. Und der Watschinger hat gesagt, ja, okay, das ist eine gute Weiterentwicklung. Und hat er uns genau das Gegenteil immer gesagt. Guter Psychologe. Gut, ja, er war, ich glaube, Mathematiker oder was. Und er hat das wirklich mit viel Strategie ganz herübergebracht. Und er hat auch mit den Leuten gut umgehen können. Und besonders mit mir, also er hat mich immer also richtig fertig gemacht. Und dann hat er immer noch inzwischen mal so einen guten Schmäh rausgehauen. So, da kann ich mich erinnern, da bin ich mal mit ihm zusammengekracht. Und beim Training war er richtig böse auf ihm, weil es einfach nicht passt hat, hin und vor, und hat mich nur beleidigt und nur fertig gemacht. Und dann gehen wir halt so raus und ich habe kein Wort geredet mit ihm beim Training. Und dann bin ich rausgegangen und dann hat er gesagt, Dicker, er hat immer zu mir Dicker gesagt, bist du böse auf mich? Also, es war richtig. Hat er doch ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja, nein, er hat gesagt, es war gut, es war lustig eigentlich, wie er das gesagt hat, wie er das gemacht hat, den richtigen Zeitpunkt. Und da hast du nicht besser sein können mehr. Ja. Und wir, da hast du gemerkt, jeder Spieler hat sich vier in den Arsch aufgerissen. Mhm. Es ist egal, wann, wie, wo. Wenn einer was geschimpft hat oder ihm oder was, irgendwas nicht hingehört, jeder hat sich vier. Also, wenn irgendwas gewesen wäre, hätte sich jeder ins Feuer gehabt für ihn. Und das ist schon was Besonderes, wenn das ein Trainer schafft. Wenn, ist egal, wer gekommen ist. Er hat es geschafft, dass die 20 Spieler alle hinter ihm waren. Das ist schon was Besonderes. 1999 hat Mario Haas den SK Sturm temporär verlassen, und zwar Richtung Straßburg. Das Auslandsabenteuer hast du in Summe wie abgespeichert? Ja, es war eine tolle Erfahrung. Also als junger Spieler, wenn du kommst ins Ausland, als in der Zeit, wo ich weggegangen bin, das teuerste Spieler von ganz Österreich, um, glaube ich, ca. 3,5 Millionen Euro, über 45 Millionen Euro. Schilling war es bei mir noch. Ist schon was Besonderes, wenn du als junger Spieler von einem Verein weggehst und bist du jetzt nur immer der teuerste in der Zeit Spieler. Und ja, ich habe das so verkauft, dass es eine gute Herausforderung für mich ist. Ich muss mich mal woanders durchsetzen. Eine gute Weiterentwicklung, sportlich, auch mental, auch so menschlich. Und es hat gewirkt. Also ich habe leider nicht so viele Tore gemacht, nicht so viel gespielt, aber trotzdem, es hat passt. Es war einfach für mich, für meine Weiterentwicklung was Besonderes. Und es hat schon passt. Und war kein Problem, ich war nicht enttäuscht. Sicher hätte ich mir mehr erwartet. Man muss immer wissen, wie das Ganze abgelaufen ist dort. Die haben einfach alles zusammengekauft, die haben so viel Geld gehabt auf einmal, dass sie nach jedem halben Jahr nicht die Mannschaft aufgebaut haben oder zu entwickeln, sondern einfach gekauft. Die haben alles zusammengekauft und haben gedacht, okay, in einem halben Jahr schaffen wir das oder das. Aber es funktioniert nicht so einfach, wie es jeder glaubt, zusammenkaufen, sondern man muss entwickeln. Und das war bei uns das Gleiche so bei Sturm. Haben wir uns auch entwickeln können. Und dort war so viel Geld da im Spiel, da haben sie einfach gekauft. Also es ist nicht so, hat nicht so funktioniert. Okay, war gut entwickelt, aber ich bin zurückgekommen. Habe wieder ein tolles Erlebnis gehabt, bin noch in der Champions League dürfen spielen. Panathinaikos, glaube ich, erster Ballkontakt. Ja, erster Ballkontakt, gleich mal. Bin eingewechselt worden, nach einer Minute, erster Ballkontakt, Tor. Und das Assist zum 2-1 auch gemacht. Und auswärts war. Im Rückspiel auch. Im Rückspiel war es auch das Gleiche. Zwar habe ich 2-0 gemacht, also 2-0 habe ich gemacht. Dann ist in der L'Equipe in Frankreich die größte Sportzeitung ist gestanden. Wie kann man auf zwei Seiten, wie kann man eigentlich so einen Spieler eigentlich wegtun, wenn der in der Champions League trifft und da nicht weiterkommt. Also war es schon ein bisschen Genugtuung auch. War eigentlich schon Genugtuung. Aber trotzdem, es war eine tolle Erfahrung. Also das will ich gar nicht vermissen, weil es bringt einfach menschlich weiter und alles rundherum. Ist schon genial. Und das heißt, gehaltstechnisch war Frankreich damals natürlich auch eine andere Liga als Österreich, oder? 2 Euro mehr, ja. mehr aber auch nicht. Mehr nicht. Nein, also das heißt, das Geld deswegen kannst du nicht zu Sturm zurückgekehrt sein? Nein, eigentlich nicht. Also es hat passt. Aber ich muss sagen auch, der Herr Kartinger hat gesagt, wenn es dir nicht so gut läuft, ich hole dich sofort zurück.
Handschlagqualität. Hat er gleich viel gezahlt wie dann? Nein, hat er nur mehr die Hälfte gezahlt. Wirklich war? Ja. So viel Geschäftsmann war er dann schon. So ist es. Also, aber es hat passt. Ich hätte können wir anders auch hingehen, aber es hat einfach passt. Ich habe gewusst, wie die spielen. Die haben Champions League gespielt. Die sind wieder haben vorne mitgespielt. Also es hat einfach passt. Und sie mir wieder offen aufgenommen. Und also, es hat von Anfang an wieder gepasst. Und das hat man gemerkt, dass man wieder gleich funktioniert hat. Jetzt hast du bei Sturm natürlich eine ganze Litanei an herausragenden Mitspielern genossen. Interessant finde ich, irgendwann in einem Interview von dir gelesen, dass du gefragt nach den Spielern, die dich am meisten weitergebracht haben oder von denen du am meisten gelernt hast oder die besten Mitspieler waren, auch Giannini genannt hast, der ja eigentlich so ein bisschen als der Flop in die Geschichte eingegangen ist. Der Flop? Es ist, jeder Spieler versucht, man immer ein Wechsel ist immer was Besonderes für einen Spieler. Es gibt Spieler, wo es immer wechseln und irgendwann bist du bei einem Verein, da passt es, funktioniert. Es ist so. Und er ist nicht ein Flop gewesen, das war ein genialer Fußballer. Okay, er war schon ein bisschen ein reiferer, älterer Spieler, aber trotzdem, er hat da so viel beigebracht im Training, im Spiel, da weißt du, wie er Fußball gespielt hat, was er kennen hat. Schon genial. Also, das ist nicht so, das war so einfach nur so ein Spieler so nebenbei. Was der erreicht hat, das dürfen wir nicht einmal zureden. Und als junger Spieler, so einen Spieler mit einem Spieler zu trainieren und mit dem zusammenspielen, ist schon was Besonderes. Was neu ist, ich habe sein erstes Tor aufgelegt. Das wissen ja viele auch nicht. Das war gegen die Austria Wien. Vertauschte Rollen eigentlich. Eigentlich hätte er deine Tore auflegen sollen. Nein, er hat mitgespielt. Er hat gespielt und ich bin runtergegangen. Ich habe bei ihm einfach ganz einfach, was der Ose immer gerne sehen will, wenn man 2-1 aufs Tor mal läuft. Nicht immer ehrgeizig sein als Stürmer, sondern trotzdem so einfach wie möglich ist, das Tor zu machen. Weil feiern dann alle noch. Und das habe ich einfach beherzt und bin runtergegangen, auf die Seiten gespielt. Der Giannini kommt, haut rein. Er hat gefeiert, ob das die Weltmeisterschaft war. Und wir ganz normal. Aber trotzdem, das ist schon, war schon ein genialer Fußballer. Hat er Anpassungsschwierigkeiten gehabt, als er von der großen Fußballwelt sozusagen in die Gruppe damals noch gekommen ist? Das war schon wie die alte Gruppe gesehen hat, glaubt, wo bin ich überhaupt da? Ich meine, das ist ja verständlich, aber trotzdem. Er ist ein Profi genug gewesen und hat gesagt, okay, ich habe mir eine da, ich habe eine Vorbildwirkung und das hat er auch gemacht. Und so also auch menschlich eine Größe. Ja, also der Kominanic und der Ivo, die haben ja mit dem reden können, weil sie die Menschen umgehen sehr gut. Also das hat einfach menschlich perfekt. Nicht über Home oder irgendwas, sondern er war wirklich ein Mensch, der was auch die Jungen weitergebracht hat und auch gefördert hat. Super. Einen Meistertitel hat es dann für den Mario Haas noch gegeben, nämlich im Jahr 2011. Unser Trainer Franco Foda, der früher dein Spielerkumpel oder Kollege war. Wie schwierig war das erstens für Foda selbst, vom Kollegen zum Chef zu werden und zweitens auch für dich? Überhaupt nicht. Also für mich war es überhaupt nicht. Ich war ein Spieler. Ganz einfach. Ich musste auch meine Leistung bringen. Er war der Trainer. Das hat funktioniert. Es war halt nie Reibereien gegeben. Das einzige Positive war es für die Spieler, weil ich kann mit ihm anders rennen als die anderen Spieler. Du hast mehr gewusst über ihn. Ja, erstens das auch und zweitens, was noch ist, ich habe anders geredet mit ihm. Aber es hat funktioniert. Er war noch in der Trainersituation und ich war Spielersituation. Und die Spielerkollegen haben gesagt, du, wenn irgendwas nicht passt, geh du bitte hin, weil du kannst mit ihm anders rennen als wir. Ist auch verständlich. Sag ich, ja, okay, dann haben wir so gewisse Sachen auch rausdiskutiert. Aber ganz normal, also das hat super funktioniert. Man sieht ja die Erfolge, was wir miteinander gefeiert haben als Spieler und er als Trainer. Also er hat gewisse sehr gute Ansätze gehabt und das hat funktioniert. Und wir haben einfach super zusammenarbeiten können. Zum Abschluss mag ich noch ganz gerne über deine Nationalmannschaftskarriere sprechen. Mario Haas hat ja 43 Mal das Teamtrikot getragen, war unter anderem bei der WM 1998 dabei. Und damals, wenn ich richtig informiert bin, Zimmerkollege von einem gewissen Didi Kübauer. Richtig. Der, ich hoffe, ich plaudere da jetzt keine interne aus, mir einmal erzählt hat, er hat damals schlecht schlafen können, weil du so laut Musik gehört hast. Und die Kopfhörer so alles übertönt. Was hast du denn gehört? Womit hast du dem Didi den Schlaf geraubt? Weiß ich gar nicht mehr. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern. Aber ja, okay, ich habe gern Musik gehört. Was du als Junge halt gern hörst, ist alles durcheinander. Aber das ist, weißt du, wenn du so lange zusammen bist in einem Zimmer, dann macht der dann das, die anderen PlayStation oder zumindest Nintendo, was gegeben hat. Ich weiß nicht. Aber wie war er Kübauer als super. Zimmerkollege? Nein.
Ich sage ja, am Platz war er ein Raubtier. Ja, aber das hat, er hat immer 100% gegeben, beim Training 100%. Also man hat auch von ihm sehr viel lernen können, also die Einstellung, von der Einstellung her. Er hat nie aufgegeben und privat war genial, also komplett ruhig, menschlich super, also immer hilfsbereit. Und du hast auch immer, wenn du Probleme gehabt hast, zu ihm gehen können. Und du hast gesagt, okay, ich habe ein Problem, das. Und als junger Spieler ist immer gut, wenn du irgendwo von irgendwas Informationen kriegst, der was da helfen kann. Und das hat er, bei mir war das immer so, beim Nationalteam ist es sowieso nicht einfach, dass du überhaupt mitspielen darfst. Und dann, er war ja, glaube ich, noch in Spanien oder was. Mhm. Das ist was Besonderes. Ja, und das war schon was Besonderes, mit dem zusammen im Zimmer zu sein. Mhm. Und trotzdem ist die WM 98 so im kollektiven Gedächtnis verankert geblieben als ein Turnier, bei dem die Nationalmannschaft nicht 100% abrufen hat können und man vielleicht es nicht ganz geschafft hat, an die Qualifikationsleistung 97 ja, anzuschließen. Wie ist es dir ergangen? Also ich war ja bei der Quali eigentlich wenig dabei. Also ich bin ja nur reingerutscht durch die Leistung, was ich eigentlich verbraucht habe in der Zeit aus der Meisterschaft. Und ja, wir waren eigentlich, wenn man das ganze Training, die Vorbereitung, die Spiele, die Vorbereitungsspiele eigentlich anschaut, dann waren wir eigentlich so weit, also von Selbstvertrauen, wir kommen dann locker weiter, wir können ihn schlagen. Wir haben uns auch so gefühlt, wie wirklich, also die Mannschaft war super drauf, bei den ganzen Trainingsspielen, also wir haben super trainiert, die Mannschaft war super eingeladen, aber es hat einfach nicht gepasst. Es waren ein paar, die was nicht so funktioniert, also der Herzl hat beim Zehen das gehabt. Probleme ja, gehabt. Ja, Zehenprobleme, da ist operiert worden. Mhm. Dann der Toni war auch nicht mehr am Level. Und die Leute haben uns, unser Magier, also wir waren in der 18 das magische Dreieck immer gefordert. Da waren ja 7 Spieler von Sturm, glaube ich, oder 6 Spieler von Sturm dabei. Mhm. Und die Fans, also die österreichischen Fans, haben immer das magische Dreieck gefordert, weil wir eigentlich am besten drauf waren. Aber der Trainer hat so entschieden, ist klar. Man ist nicht klar. Ja, auch da hat ja Katnick versucht, ein bisschen reinzufunken, das Stimme für das magische Dreieck das zu machen. Das war der Hintergrund, das haben wir nicht so mitgekriegt, aber im Endeffekt war es so, dass der Herr Boraski hat gesagt, okay, der Teamchef hat gesagt, okay, ich kann den nicht spielen lassen, weil die haben das erreicht. Aber im Nachhinein, später mal geredet haben, gesagt, er hat einen Fehler auch gemacht. Aber es ist gut, wenn man später draufkommt, dass also man hat einen Fehler. Man darf nicht den, was eigentlich verletzt worden oder nicht gut drauf, nicht spielen lassen. Mhm. Es tut weh, ist klar. Als Trainer willst du es nicht. Ich hätte halt gerne Loyalität gegenüber der Qualifikationsmannschaft an den Tag gelegt. Aber im Endeffekt geht immer der Erfolg. Ich glaube, gegen Italien hat er dann tatsächlich Rheinmeier begonnen. Da hat der Rheine angefahren und der Rheine war super drauf. Da haben wir jetzt als magische Reihe auch nicht, da habe ich nicht angefahren. Der Rheine nicht angefahren, der Ivo, weiß jetzt nicht, ob der Ivo auch angefahren hat. Aber uns drei hat er eigentlich irgendwie so durchgewechselt. Anstatt auf die geballte Dreieckskompetenz zu setzen. Das wäre wurscht gewesen. Im Endeffekt, schau, er hat sich so entschieden. Wir haben alles Game im Training und das, er ist der Chef gewesen und er hat sich so entschieden und okay, nächstes Mal kann es aufgehen. Ist so. Wer war denn dein Lieblingsteamchef? Hans Kreinkl und Herbert Brasker. Also so ein Spaß, was ich durchgehabt habe. Ich war immer happy, wenn ich einberufen bin bei den zwei Trainer. Es war immer zum Lachen. Es war nie, dass du sagst, du bist hin, es geht nicht, du bist müde oder was. Es war immer lustig. Immer lustig, du bist mit deinem Spaß hinkommen, du bist Spaß mit deinem Spaß anfangen. Das war einfach was Besonderes. Brückner hätte dich 2008 noch einmal gerne zurückgeholt ins Nationalteam. Ja, habe ich aber gerne. Warum das? Ja, da habe ich gesagt, das sollen die Jungen spielen und das sollen Gas geben, das hätte einfach nicht mehr gepasst. Ich habe gute Form gehabt, okay, ich habe Tore gemacht in der Meisterschaft, aber fürs Nationalteam wäre das nicht gut. Ich hätte die Jungen weiterziehen lassen. Okay, wo ist eine Ehre, dass einer auf einen älteren Spieler zurückgreift, ist schon was Besonderes, aber ich habe gesagt, nein, das ist nicht mehr. Ich höre auf, es war besser. Gibt es irgendein Schmankerl aus der Profikarriere des Mario Haas, das noch nicht erzählt ist? Magst du gerne was loswerden, was natürlich für die Öffentlichkeit bestimmt ist? Ja, was viele nicht wissen, den Spitznamen Bomber. Mhm. Den habe ich von Toni Polster. Wirklich wahr? Ja,
der das... War auch eine Ehre, oder? Nicht schon was Besonderes. Er ist, egal, wann ich zu ihm komme, hat er immer gesagt, er ist Bomber, Servus und grüß dich Bomber. Und das ist jetzt immer blim. Und jeder, das der ist salonfähig. Ja. Und der, was mich immer anruft oder kennt, sagt immer, Servus Bomber. Mhm. Und von den Spielern auch und die Ex-Spieler und so, auch von den Ex-Nationalteam-Spielern, es ist ja richtig, richtig lustig und es ist schon eine Ehre, von Toni Polster so einen Namen zu bekommen. Und das ist dabei geblieben. Was ich zum Beispiel bis vor kurzem auch nicht wusste, ist, dass du der Schöner Mario bist. Der Schöne. wie das, genau. Ja, ich bin nicht der Großmann. Deinen Fanclub habe ich gesehen. Also das ist Schönau Viertel. Ist ja, das war eine schöne Siedlung. Ja. Eine schöne Siedlung. Das ist, dort bin ich groß geworden, da bin ich aufgewachsen. Dort war wo die Halle steht, da war jetzt früher ein Fußballplatz. GSV Wacko hat dort gespielt und da war als junger Bub jemand dort. Und das waren ja, die meisten waren aus der Schönersiedlung, die Sturmfans, weil wir waren nicht weit von der Grube. Und ja, da sind wir immer von der Schönersiedlung rübergegangen in die Grube und ja, und das ist halt die Sturmfans noch immer geschrien, Schöner Mario. Schöner Mario. Also, es war kein schönes Gespräch, aber ein schönes Gespräch sehr mit gut. Dir. Wenn man jetzt, ist ein bisschen plump, diese Überleitung und dieses Wortspiel. Aber ich habe versucht, irgendwie einen halbwegs originellen Abschluss zu finden. Ja, es hat schon passt. Mit dir gelungen ist. Danke nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, war wirklich spannend, dir zu lauschen und sich verbal durch deine Karriere zu hangeln. Danke. Herzlichen Dank, Mario Haas. Danke fürs Zuhören und klicken Sie sich beim nächsten Mal gerne wieder rein. Machen Sie es gut.